Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, das Spiel ist gerade pausiert, denn ihr seht schon, ich hab's, fragt mich nicht, wie geschafft. Es ist jetzt ein paar Tage später, seit der letzten Aufnahme. Und ich habe das Spiel immer wieder versucht irgendwie zu spielen und hin und her, ihr seht auch schon, ich hab's hier angeschafft anzuschließen. Das hat's noch ein bisschen geholfen. Ich habe mir eine kleine Starthilfe gegeben, um aus dem Minus rauszukommen, weil sonst wären wir so oder so verloren gewesen. Also das habe ich mir zweimal durchgespielt, hat nicht funktioniert. Also habe ich mir eine kleine Starthilfe gegeben, mich positiv gemacht und diese Straße hier verbunden. Dann haben schon mal die Flughäfen oder die Parkplätze hier funktioniert. Alles schön und gut. Ich musste mit Steuern rumspielen wie sonst was. Ich habe jetzt alles wieder zurückgestellt. Aber fragt mich nicht, wie. Ich habe da Stunden investiert. Also ich saß original hier, habe es laufen lassen. Laufen auf schnell. Und hab rumgetweakt und geschaut, wie ich so ein bisschen ins Plus komme. Und hab's dann laufen lassen. Hab geguckt, was passiert. Wir können auch mal bei uns in die Planer reinschauen. Die Flugzeuggesellschaften sind überhaupt nicht happy mit uns. Ich habe mittlerweile keine Ahnung, wie viel. Damit wir genügend haben. Und ihr seht schon, die sind trotzdem langsam immer wieder Plätze frei. Und das ist nicht gut. Ich muss die irgendwie zufriedenstellen. Ich habe bloß keinen Plan, wie ich das mache. Das ist wahrscheinlich daran liegend, dass wir halt nur den einen Flugplatz hier haben. Jetzt ist meine Überlegung, es ist zwar ziemlich dumm, aber wir können damit hoffentlich die Geschwindigkeit erhöhen, wenn wir eine kleine Start- und Landebahn nehmen und die hier rein platzieren. Und dann können wir sozusagen die hier auf den Startplatz bringen, ne? Das Original so, wir machen das jetzt mal. Wir haben sowieso keine andere Möglichkeit. Das Geld, was ich mir hier ja, erschlichen würde ich jetzt nicht sagen, sondern was dementsprechend jetzt verausgabt wurde, um den jetzt bin ich komplett lost gerade. Um das hier natürlich zu schaffen, wieder in die Wege zu leiten, werde ich natürlich wieder sozusagen mir abziehen, sobald alles dementsprechend drin ist. Wir sehen das jetzt einfach mal als vergrößerte Investition. Wir sehen hier schon, das sind die großen Flugzeuge auch. Die haben wir noch gar nicht gesehen. Richtig schick hier sogar. Die Dinger. Mein Plan ist jetzt, das ganze Zeug, was hier ist, abzureißen. Oder die ganze Planung, den ganzen Planungsmodus hier zu deaktivieren oder zu entfernen. Die ganzen Terminal-Gebäude. Beziehungsweise erstmal hier. Und dann was ist ganz anderes planen. Und zwar hätte ich gerne einen Wartungstunnel. Wir haben ja hier die Tunnelage irgendwo. Wo war denn das jetzt wieder? Nein, wo war denn der Tunnel? Hier. Öffentliche Dienstleistungstunnel abwärts. So. Mein Plan wäre, dass der hier hinkommt. Dann müssen wir eins nach unten. Und dann brauchen wir den Diensttunnel aufwärts. Dann brauchen wir die Diensttunnelverbindung. Und dann ist mein Plan, in den Anschluss zu machen und den dann auch genau schon nach da drüben zu setzen. Dann sind die nicht erreichbar. Die Wege. Ich habe auch überlegt, ob wir es hier unten lang machen, aber ich würde das gerne doch so lassen fürs Erste. Dann fahren die hier raus, fahren hier hoch, fahren hier wieder zurück. Das sollte passen. Und natürlich kriegt das hier unten auch eine Anbindung. Sonst bringt sich das Ganze natürlich nichts. So, schauen wir mal. Weil danach würde ich diese Straße hier abreißen, damit wir das ja nicht machen können. Und, warte mal, wie groß ist denn das Ding hier? Das muss auch drin platziert werden, ne? Idee, wie haben wir dann hier das Gebäude? Wir müssen die ja nicht nach unten lassen, wir können ja hier vorne in den unteren Bereich noch machen. Aber wir können rein theoretisch... Warte, ich krieg erstmal von hier noch eine Wand.
Für die Paket, für die Baguette, genau. Für die Abfertigung. Hier unten den Platz reinbauen. Dann ist der zuständig für die Seite, der zuständig für die Seite. Beide gehen unten auf die Bänder und gehen dann nach da vorne zurück. Das wäre eigentlich mega, mega die geile Idee. Was wir hier auch vielleicht brauchen, wären für Servicefahrzeuge noch Parkplätze. Wo waren denn die jetzt wieder? Terminal für Servicefahrzeuge. Haltebucht für Servicefahrzeuge. Ermöglicht Ramp Agents zu Vorfeldparkpositionen wieder zurückzufahren. So. Und jetzt müssen wir mal gucken. Baumeister sollten da sein. Die warten jetzt nur auf ihr Zeug. Schau mal, ihr werdet sehen, dass das Geld sinkt. Das ist nicht positiv mehr. Ich habe, weiß der Gott, alles gemacht. Das ging mir relativ auf den Sack am Ende. So. Die starten wahrscheinlich erst mit dem zweiten Flugfeld, weil was eines der größten Probleme ist, gleich, was die Fluggesellschaft nicht mögen, ist, dass wir eine relativ große Wartezeit haben zum Starten. Und ich denke, wenn wir designiert die große für Start und Landung nehmen und die kleine für die kleinen Flugzeuge, sollten wir um einiges besser durchkommen. Ich sehe aber dann das Problem, dass wir sagen, hier staunen. So, das ist für allgemeine Luftfahrt, kleines Flugzeug. Traffic-Modus, übliche Startposition. Arrival nur Departure. Machen wir das mal so. Ah, hier fehlt ein Verbindungsstück. Ja, Wahnsinn. Echt, eins? Nicht verbunden? Doch, jetzt ist es verbunden. Jetzt, ihr seht schon, es staut sich. Was ist, wenn ich es auf beide stelle? Und hier die kleinen Flugzeuge ausschalte. Nein, ihr habt doch noch ein anderes. Hä, wieso sind die denn doch verbunden? Kennen Sie jetzt hier den Vorteil? Achso, ich habe das hier nur für... Oh. Problem erkannt. So, wie schaut sie unten aus? Tun die was? Also irgendwie tun die Bauarbeiter gerade nichts. Was ist, wenn ich denen sage, hey? Ich hätte gerne, dass ihr das jetzt... Ah, jetzt ist zu viel im... Ah, oh, ich weiß, was ich getan habe. Ich bin schon so ein Heini, ne? Ich bin schon so ein Heini, da kann ich lang drauf warten, dass das funktioniert. So. Gut ist, dass sie die Flugzeuge durchlassen. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr eng, wenn du es dir so anschaust. Aber es funktioniert immerhin, ne? Und das um einiges besser wie davor. So, jetzt sollten die Tunnel... Ein Tunnel wird gebaut.
Habe ich den falsch rum platziert? Ich habe den falsch rum platziert. Ey, ich bin schon teilweise echt schlau, wisst ihr das? Teilweise bin ich echt schlau. Kommt schon, wir müssen noch die Flugplätze fertig kriegen, weil die bringen uns Kohle. Das ist nicht genau das, was uns Geld hier einbringt. Und wenn wir das natürlich dementsprechend besser in die Lande bringen, nach oben. So, dann sollten die das jetzt hoffentlich auch fertig machen können. Warum fangen die denn erst, warum fangen die hier hinten an? Mach doch hier vorne den Teil fertig. Ah, die Paketdinger sind größer. Ist das ein Wagen von uns? So. Warum ist jetzt da drüben das Baumaterial, wenn das... Ah ne, das ist die Contractor Transfer Site, okay. So, schauen wir mal. Könnt ihr bitte alles fertig bauen, was hier in der Nähe ist? Ich bräuchte den Tunnel. Ihr seht schon, wir sind auch im Positiven. Hier jetzt 18.000 plus. Also es geht schon zwischendurch extrem gut hoch. Zwischendurch geht es aber auch extrem schnell wieder runter. Und was eines der größten Probleme dazu ist... Alter, wir waren jetzt richtig gut. Also das Plus habe ich schon lange nicht mehr gesehen gehabt. Ist es halt, dass wir bestimmte Probleme einfach haben, die dazu führen, dass Sachen nicht so gut funktionieren wie gehofft. Also Müll wird hier abgesammelt, das ist schon mal positiv. Ich brauche den blöden Tunnel fertig. Der durch... Ich habe hier genau... Ich glaube, das habe ich nicht in der letzten Folge gemacht. Ich habe hier die ganzen Gänge gebaut. Das war mir einfach, weil mir langweilig war. Zwischendurch, wenn ich halt da saß und nichts machen konnte. So. Abgerissen. Wir brauchen noch 12 Flugplätze für große Flugzeuge. Reparatur. Genauso würde ich gerne schauen, dass wir hier einen Aufzug hier runter machen und das hier wieder zumachen. Das ist nicht eigentlich der Plan, wie ich es gerne hätte. So, dann bauen wir jetzt die zwei. Es gibt doch schon die großen, aber die, ich habe ehrlich gesagt noch keinen Plan, wo ich die hinplatzieren kann. Ich kann rein theoretisch hier große hinplatzieren. Aber dafür bauen wir mit dem Platz nach oben. Die kosten 400.000 einer. Sollten wir erstmal schauen, dass wir mit den mittleren gut zurechtkommen. Was die gleich von mir kriegen sollen, wäre eigentlich ein Hochweg. Und jetzt kommen die nicht von da unten und machen das von unten alles klar. Und wie gesagt, für die Paketfahrzeuge ist es natürlich eine relativ blöde Strecke, weil die bis hier runter müssen. Die müssen wir umdrehen. Die passen schon. Und ich habe hier oben das alles deaktiviert. Das können wir nachher zumachen. Außerdem müssen wir natürlich noch Toiletten bauen und den ganzen Schwachsinn, weil das fehlt natürlich hier unten alles noch. Und hier ist noch weder eine Toilette noch irgendwas anderes zur Verfügung gestellt. Ich habe überlegt, ob wir vielleicht einfach hier eine Toilette hinpacken und auf der anderen Seite eine Toilette hinpacken, was eigentlich nicht geht. Die Flugzeuge sind aber mega cool. So, die kriegen als erstes mal ein Upgrade und zwar eine Fahrgastbrücke. Und dann können wir da nicht eins hochgehen.
Und dann gehen wir einfach hier auf Kopieren. Wo ist denn hier Kopieren? Nochmal Kopiermodus. Ich kopiere genau das hier. Und kopiere das jeweils an die andere Seite. Ich glaube, genauso habe ich es auch hier gebaut, ja. Da sieht man es nochmal schön. Dann können die nicht hier durchgehen und es ist ein bisschen geschützterer Durchgang. Sie haben hier auch schon Sitzplätze, weil es einfach den Komfort ein bisschen steigert. Klos und so Zeugs fehlen noch, aber das kommt noch alles. Ihr seht schon, wir halten uns gut. Bin gerade erstaunt, wie gut wir uns halten. Mit der neuen Parkposition sollte sich das natürlich um einiges noch verbessern. Was natürlich hier noch das Problem ist, wir haben hier noch keine Paketdinger, weil wir das hier unten reinbauen sollten. Bedeutet, ich würde erstmal nur einen Teil bauen, den wir brauchen. Kann ich hier sagen, ich würde gerne... Kann ich einfach sagen, ich will das Ganze erstmal weg haben? Ja, geht, okay. Ich würde gerne erstmal nur einen bestimmten Teil bauen. Um sozusagen dafür zu sorgen, dass wir da unten überhaupt was machen können. Später kommt hier natürlich eine Brücke drüber. Hier kommt ein weiterer Tunnel auch durch und alles drum und dran. Also es wird so gemacht, dass die jetzt ab sofort von hier unten versorgt werden, nicht von hier oben. Vielleicht in Zukunft mal, dass wir sagen, okay, wir schließen hier an. Also wäre das eigentlich nicht gedacht. So, jetzt muss ich die wahrscheinlich noch... Ne, die sind schon angepointet. Die muss ich auch noch ausschalten. Oh, es wurden schon Flugzeuge zugewiesen. Ich glaube, es hackt. Das ist genau, was ich eigentlich vermeiden wollte. Jetzt müssen wir bitte hier unten so schnell wie möglich weitermachen. Gepäck, Delivery System. Dann tun wir das hier jetzt mal als Sicherheitszone markieren. Safety Zone. So. Gepäck, Gepäckband. Und dann setzen wir dich so hin. Wir reißen natürlich die Wände von hier bis hier raus. Weil da muss ja natürlich eine Straße durch. Da muss ja eine Servicestraße rein. Servicestraße, Servicestraße, Servicestraße. Die werden schon wissen, wie sie verwenden wollen, die Straßen. Denke ich einmal. Wir geben ihnen auf jeden Fall genug Platz. Und ich würde auch wieder vorschlagen, dass wir hier drinnen auch wieder Ramp Agents Parkplätze machen. Ah ne, das muss wahrscheinlich hier draußen sein, ne? So, aber dann muss natürlich auch dementsprechend noch für die Verkabelung gesorgt werden. Wo waren das jetzt hier? Gepäckband nach unten. Wait, warte, ich habe das falsch schon angeplant. Akzeptieren. Notfall. Flug annullieren. Ich brauche jetzt fürs Gepäck noch schnell was. Unser Geld sinkt, aber ich glaube gerade eher mehr, weil ich viel baue. Also ich glaube, ich habe es echt ein bisschen unter Kontrolle bekommen. Bin erstaunt. Ich sag's euch, ich bin erstaunt. So. Nach unten. Ah, man hört schon. Die Feuerwehr müsste schon auf dem Weg sein. Möb, der Tanker. Nö, ich bewege mich keinen Schritt schneller. Kannst du vergessen.
Kannst du knicken, ich muss da tanken gehen. Vielleicht sollte ich hier eine Straße hinbauen, dass sie sofort fällt, kommt oder sowas. Zwei Höhe und ich brauche einen Fall nach oben. So. Bedeutet, ich brauche eins nach oben. Perfekt. Oh, da ist das brennende Flugzeug. Hol deinen Schlauch raus. So, ist schön. Jetzt müssen natürlich die Flugzeuge alle warten. Währenddessen machen wir Wartungsarbeiten, würde ich sagen. Das kann sich jetzt runterbewegen. Notfälle ziehen leider Zeit. Na, unser Geld sinkt aber. Das war jetzt der große. Ah, das war wieder, weil ich gebaut habe, wahrscheinlich. Schon fast wieder voll hier, ey. Ich würde bei 90% sagen, dass die Abholung beauftragt wird. Genau, das kostet uns auch wieder Schweinegeld. Also wie gesagt, es lohnt sich wahrscheinlich, wenn wir genügend Fahrzeuge haben, genug alles hin und her ist, aber aktuell ist das schweineteuer alles für uns. So, der liefert es nach da hinten. Der scannt es durch und schickt es dann eins tiefer. Was ich hier machen müsste. Also auf jeden Fall. Warte mal. Wo ist es denn? Das, was hier runterkommt. Ich würde hier gerne erstmal zurückgehen. Unter dem Gebäude rein und dann hier gucken. Ich muss mit dem fürs Gepäck hier hinterkommen. Ist halt natürlich alles schweineteuer. So, okay. Um nicht nochmal denselben Fehler zu machen wie letztes Mal. Gepäck nach unten, 5 nach oben unten. Und dann Gepäck nach oben. Gut. Das ist schon wieder so eine teure Angelegenheit. Wenn ich jetzt nach unten gucke. Gut, bedeutet, hier geht das Gepäck jetzt nach unten. Wo ist das schon wieder? Ah, ich bin hier so lost teilweise. Gepäckband nach unten, sagen wir jetzt hier. Und dann wird es hier aufgegeben. Gut. Was jetzt? Und ist noch ein Sortierband. Kann ich nicht einfach sagen, okay, Abrisswerkzeug. Baut es jemand schnell ab? Bitte? Bitte, bitte, bitte. Baut es jemand ab? Ah, es hängt schon wieder. Muss ich leider immer das aktuelle System vernichten dafür, dass das hier gemacht werden kann. Wie sieht es hier unten aus? Ja, hier sind wir schon einiges weitergekommen. Ja, genauso muss ich natürlich das andere Band hier auch langlegen. Damit man hier notfalls was machen kann.
Will ich einen kleinen Abstand zwischenlassen auf jeden Fall mal. So. Gut. Jetzt schauen wir mal, ob er es da drüben endlich gemacht hat. Ja, da hat er ein schönes Sortiersystem reingebaut. Perfekt. Paketsortierer rein damit. Geht's noch ins Tiefenliges nicht? Also tiefer kann ich jetzt echt nicht bauen. Dann nach oben. 5 rüber. 1, 2, 3, 4, 5. Dann wieder nach unten. Ah ne, Quatsch, warte mal. Das letzte stimmt nicht, denn wir können von hier aus direkt anschließen an unser Paketsystem. So. Und damit werde das dann auch angeschlossen. Nein, nee, hier fehlt noch was. Hier muss ich noch einmal runter. Hier muss ich dann noch einmal sagen, hey, nimm Paket, setz nach unten, geh 1, 2, 3, 4, 5 nach vorne. Und gehe dann hier wieder rauf. Gut, dann sollte das dementsprechend alles passen. Ah, Geld ist... Also ihr seht schon, es ist brutal eng. Also vor allem die werden uns gerade schlechte Bewertungen schaffen, die Parkplätze. Allein, dass ich jetzt gleich die... das Verbindungsstück zerstört habe, wenn sie sauer drüber sein wollen. Das ist immer noch nicht repariert worden. Ja, ihr hängt alle da fest, aber was machten die Bauarbeiter? Was arbeiten denn die gerade? Ah, die haben gerade ihre eigene Aufgabe, wie scheint. Nach unten guck. Ah. Ja klar, die bauen jetzt erstmal das hier fertig. Die werden sich auch denken, komisch, unsere Pakete kommen an, aber unsere Pakete kommen nicht zurück. Die hängen alle auf diesem Mini-Mini-Wutzi-Band da. Nicht gut. Ich werde außerdem dann 5 nur für den Bereich zuweisen und 5 für den Bereich hier. Vorteil ist dadurch, dass das hier hinten dann noch einer hinkommt, können die sich beide mergen und der eine sortiert es dem anderen aus und dann läuft alles über ein Band runter. So, dann das Pushback läuft. Pushback läuft? Da läuft Sporting, da läuft echt Sporting. Brauchen wir Pushback-Fahrzeug, wie es ausschaut. Einige warten nur auf ein Pushback. Jetzt wird der gepushbackt. Jetzt wird er genäht. Jetzt ist erstmal gepushbackt worden, okay? Jetzt wartet der nächste schon. Make ready for pushback. Aber es funktioniert relativ gut. Vielleicht wäre es gar nicht doof, die Straße doch noch umzusetzen und hier einen Parkplatz für die Pushback-Fahrzeuge zu machen. Dann müssen die nie so weit fahren, wenn was ist. Alter, was für bunte Jets hier ankommen mittlerweile.
sind halt alles die verschiedenen Firmen, ne? Das ist brutal. Oh, Leute, ich sehe gerade, wir haben eine halbe Stunde schon. Wir nehmen schon eine halbe Stunde auf. Warum sagten ihr nichts? Mensch. Ja, wir werden halt weiterhin keine Pakete liefern können, weil die alle hier feststecken. Oh, Bauarbeiter, wo seien die? Ich werde die das hier fertig bauen lassen. Oder nee, wir machen das in der nächsten Folge weiter, würde ich sagen. Was wir noch machen können, ist auf jeden Fall die Sachen abreißen, die wir nicht mehr brauchen. Wie zum Beispiel euch hier. Ihr seid alle unnütz mittlerweile geworden. Wie auch die Anschlüsse. Alles weg kann. Was wir auf jeden Fall bald machen können sollten, ist hier eine Treppe runter und einen Aufzug und hier zumachen und dann oben auch dementsprechend hier noch irgendwo so hier einen solche Rollbänder lang, damit sie sonst schnell vorbeikommen in den ganzen Sachen, wo sie hinwollen. Das wäre gleich eine gar nicht schlechte Idee und mal ein guter Einsatz davon. Außerdem schaut unser Geld, ich glaube, wir gehen sogar wieder nach oben ein bisschen. Mit jedem Start kriegen und jeder Landung kriegen wir natürlich auch noch einen ordentlichen Geldbatzen dazu. Das macht natürlich auch einiges aus. Sieht man schon, jetzt sind schon wieder die Geldscheine in grünen. Also mir scheint so, als ob wir echt gut Plus machen. Ja. Oder gut jetzt nicht, aber wir sind besser dran wie davor, wo wir echt ins Minus geraten sind. Und, was ich euch gar nicht gesagt habe, wir haben auch keine Kredite. Kredite sind auch alle weg. Also ich habe echt lange laufen lassen. Ihr seht schon, hier sind Kredite drin. Könnte man jetzt aufnehmen, aber aktuell brauchen wir es nicht. Wir reden natürlich jetzt von anderen ganzen Größen auch noch. Wie früher. Haben wir das jetzt endlich? Das geht mir gerade so ein bisschen auf den Sack. Könnt ihr den jetzt mal reparieren? Bauarbeiter. Wo sind die blöden Bauarbeiter schon wieder? Ihr seht schon, hier sitzen sie jetzt relativ viel rum. Weil sie das noch als Hauptterminal irgendwie sehen. Das müssen wir hier nochmal umdesignen, weil... Ihr seht schon, was hier für ein Flow abgeht. Ganz viele Leute stehen bei der Info, wollen Infos haben. Das Terminal... Die ganzen Terminal-Dinger hier machen natürlich auch dementsprechend Stress. Und ganz viele wollen zu der U-Bahn. Und shoppen wollen. Wir müssen unbedingt hier ein Shopping-Center unten reinsetzen. Ich glaube, das wird uns auch nochmal einen richtig guten Profit geben. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.